Kann er mal kurz gucken, dann machen wir ESP aus. So, das ist im zweiten Gang. Hey Leute, was geht ab? Danke fürs Einschalten. Heute schauen wir uns ein Focus ST an, Leute. Bleibt dabei, wir schauen uns an, was der Wagen wirklich kostet. Optisch macht er wirklich was her. Vielleicht ist es ja dein Erstwagen. Ich würde mir zum Beispiel überlegen, mir diesen Wagen als Erstwagen zu holen, Leute. Schallert den Daumen hoch Button weg. Schallert die Kommentare weg, Leute. Viel Spaß. Ja, Leute, ich bin jetzt hier beim Julian. Wir stehen vor seinem Focus ST. Julian, stell dich doch mal kurz vor. Ich bin der Julian, komme aus dem Geschirm vom Land. Und wir haben hier so eine kleine Hobbywerkstatt und da richten wir unsere Autos her. Also ich finde es hier richtig geil, Leute. Die haben hier schöne Werkbänke, die haben hier auch richtig geiles Licht. Wir haben hier sogar so eine eigene Hebebühne, was halt ein absoluter Männertraum ist, ja. Ja, Julian, was hast du da für ein schickes Ding? Erzähl mal. Das ist ein Ford Focus ST, Baujahr 2008. Serie hat der 226 PS, hat aber jetzt so um die 290 mit Software. Sonst habe ich eigentlich nicht viel verändert, optisch halt. Die Front ist von Riga, also serienmäßig schaut er nicht so aus. Filmen wir mal kurz hier die Front von Riga. Habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst. Ich kenne mich überhaupt mit Ford nicht aus, aber absolut geil zum Sehen. Das ist wirklich nur die Frontstoßstange und hinten der Spoiler. Der ist auch ein Restlook. Die gelben Nebenleuchten, was kannst du dazu sagen? Ja, nicht ganz egal. sind halt LED-Nebelscheinwerfer. Die kann man einfach mit an- und aus wechseln, ihre Farbe, gelb oder weiß. Das hat aber der Vorbesitzer gemacht von dem Auto. Okay. Das hat natürlich gemacht. Du hast gesagt, du hast jetzt 290 PS. Ja, genau. Circa. Was hast du da unter der Haube? 2,5 Liter Fünfzylinder. Ist ein sehr seltener Motor. Gibt es ja nur noch eigentlich von Audi. Mhm. Der ist aber von Volvo. Mhm. Ford und Volvo können ja zusammen. Mhm. Und der ist da nur drin. Das ist einer der letzten. Die Streifen, ist das Serie? Das ist Serie, so wie ja. Ja. Richtig geil. Also Leute, wenn ihr mich fragt, ich hätte gesagt, diese Streifen hat man vielleicht irgendwie nachfoliert oder so, aber Serie so ein Auto rauszubringen ist wirklich Hammer. Ich stehe wirklich richtig auf sowas. Du hast einen Handschalter, oder? Handschalter, ja. Als Automatik. Den gab es noch als Automatik. Gibt es den auch nicht, macht aber auch nicht so viel Spaß. Ja, oder? Also ich bin allgemein sehr so der Automatik-Fan. Aber ich finde, zu dem Auto wird keine Automatik passen. Also ja, aber 290 PS, was hat der an Leergewicht? 1,4. Das ist ja Hammer. Ja, geht schon gut voran. Ja, von 0 auf 100, was braucht der? 5,5? 5? Angegeben ist er, glaube ich, mit 6,4. Mhm. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Jetzt mit der Optimierung dann quasi, mit der Software-Optimierung? Ja, komme ich schon so um die 5. Ich habe mal gemessen, aber das war, da habe ich noch eine andere Software drauf gehabt, okay. Da war ich auf 5,8. Das Auto ist jetzt von 2008. Ich meine, wie alt ist es dann jetzt? 13 fast, oder? 13 Jahre, ja. So gesehen. Ja. Optisch schaut er wirklich schön aus, auch schön gepflegt. Von meinem Respekt an dich, du kümmerst dich ja schön drum. Ja. Wenn man sich jetzt so einen Wagen kaufen will, was kostet der in der Anschaffung? Ja, so mit wenig Kilometer, so 10.000 bis 11.000. Er legt 10.000 hin und du hast ein schön sauberes, gepflegtes Auto mit wenig Kilometer, ja. Quasi. Ja, genau. Ja, für ein Auto, was von 2008 ist, ist es dann auch nicht so günstig eigentlich, gell? Wenn man so sieht. Wieso sollte man sich kein GTI kaufen, sondern Focus ST? Die Frage ist sehr, ja, ich sag mal so frech. Also ich bin absolut kein Markenhasser. Ja. Los, mir geht's halt auch darum, GTIs. Schaust auf die Straße, siehst in jeder Ecke ein GTI stehen. Das stimmt. Und meistens aus Serie. Klar, es gibt auch GTIs, die sind richtig geil mit Luftfahrwerk und Folierungen. Ja, da braucht das man ist dann aber wieder was anderes, weil das kostet echt viel Geld. Ja. Aber so einen siehst halt auch nicht so oft. Mhm. Ich kann jetzt auch sagen, die 30N kaufe ich mir, aber das ist das Gleiche. Das ja, fahren okay. Halt auch viele rum mittlerweile. Das stimmt, ja. Ich meine, was gab es denn zu der Zeit noch so? Diesen Megane RS gab es doch, oder? Den gab es auch noch, ja. Mhm. Oder den Astra OPC. Ja, genau, Astra OPC. Das sind auch so Sachen, die würde ich mir auch kaufen, ja, weil sie halt einfach selten sind. Genau, die sieht man einfach nicht so oft. Genau. Ja, also Astra J OPC oder Megane RS, Clio RS oder so, wenn du sowas fährst, dann melde dich bei mir. Kommen wir mal zum Unterhalt, dass du mal weißt, wie viel so ein Focus ST im Unterhalt kostet, ja, sei es Tank, Versicherung oder Steuern. Was kannst du dazu sagen? Also verbrauchen tut er nicht gut. Ich sag's mal so, der passt sich halt dem Fahrer an. Ja. Ich bin da so bei 11,9 Grad auf 100 Kilometer. Er ist aber normal. Ja, er hat halt auch Hubraum. Ja. Und Versicherung bin ich bei 1,6. Im Jahr? Im Jahr, genau. Vollkasko, oder? Teilkasko tatsächlich. Vollkasko wäre nochmal teurer, aber ich bin SF5. Aber 1600 Teilkasko ist echt heftig. Ja. Das kann sich schon. Und ich habe jetzt nicht arg wenig Kilometer angegeben. Okay. Ja, ich fahre auch viel, das muss ich auch dazu sagen. Wie viel hast du da an Kilometer? 20.000 Kilometer habe ich angegeben, aber ich bin immer so jährlich bei. Ja, Leute, ihr seht, in der Versicherung ist es nicht ganz so billig. Steuer?
Ja, so um die 200 Euro. Da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber es ist jetzt ein Konto aus dem Grasen. Ja, Leute, wir blenden euch ein, was der Wagen jährlich an Kfz-Steuern kostet. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich kaufe mir einen 6er GTI. Da habe ich dann mal in Probe gefahren und dann habe ich den Probe gefahren und dann war es mir eigentlich klar, was ich kaufe. Aber ich habe mich jetzt sofort draußen mal informiert, der GTI hat für mich 1,3 kostet, auch nicht so arg billig, aber der war halt dann bei 1,5. Also du sagst schon selber, du hast dich informiert mit den Alternativen, was du dir vielleicht noch holen kannst. Also wie gesagt, Golf GTI oder Astra JOPC oder Megane RS, also in der Liga sind wir halt gerade. Ja, genau. Hast du sonst noch was an dem Wagen verändert? Fahrwerk, habe ich ein Vogtland drinne. Mhm. Das ist auch nicht so bekannt. Bin sehr zufrieden damit. Ist das ein Gewinde? Gewindefahrwerk. Ja. Ja, schauen wir uns mal an, wie tief der eigentlich ist mit dem Gewindefahrwerk. Also Leute, wir haben hier ein Gewindefahrwerk drin. Da geht noch was, oder Julian? Ja, da geht noch was. Da geht noch was, aber? Ja, TÜV sagt nein. Leute, da geht noch was, TÜV sagt nein. Hier auch schön Ventilkappen mit ST, also die Liebe zum Detail ist auf jeden Fall da. Du hast gesagt, du hast dein Lenkrad beziehen lassen. Ist das oben Alcantara, oder? Ja, oben, unten Alcantara, 12 Uhr Markierung und links, rechts gelochtes Leder. Was kostet sowas machen zu lassen? 280 Euro. Schaut wirklich hochwertig aus, ist wirklich sehr gut gemacht. Was hast du da für ein Navi verbaut? Pumpkin. Also ist quasi auch Zubehör. Das ist auch Zubehör, ja. Ist der Heck Spoiler Serie? Nein. Der ist auch Zubehör, auch von Riga Tuning, das ist RS-Optik halt, also das hat quasi der Ford Focus RS drauf. Wir haben hier schön den Spoiler in RS-Optik. Das sind auch schön fette Dinger, die sind auch nicht Serie, oder? Nee. Also ich muss auch dazu sagen, die Abgasanlage ist jetzt nicht so legal. Okay. Abgasanlage, was hast du da gemacht oder was ist da verändert? Downpipe und Cut, 200 Zeller Cut von Friedrich Motorsport. Oder war das Friedrich? Das muss ich mach's nochmal. Ja, also die Abgasanlage habe ich Downpipe und Cuts gemacht von Friedrich Motorsport. Und 200 Zeller Cuts. Abgasanlage an sich, der Rest ist von Mongoose. Das ist halt eher so eine englische Marke. Mhm. Machen eigentlich auch hauptsächlich Ford. Mhm. Die Leute, die Ford fahren, wissen das. Mhm. Ja, Mittelschalldämpfer ist eine drin, aber. Ja, da bin ich mal richtig gespannt auf den Sound. Also Leute, diese Optik, ja, von vorne auf der Motorhaube, auf dem Dach, diese blauen Streifen bis hin zum Heck. Also wir haben hier diese blauen Streifen komplett über das ganze Auto und ich finde das optisch, schaut das wirklich richtig geil aus. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hast du da echt gute Arbeit geleistet. Also ja, schaut echt gut aus, ja. Das sind Winterreifen, ja. Die hat der Vorbesitzer, die habe ich von dem nur mitgenommen. Ich glaube Alutech. Mhm. Also jetzt nichts Besonderes, nichts oder? Nichts Besonderes, aber ich habe sie behalten, weil schauen eigentlich ganz gut aus auf dem Auto, 18 Zoll. Ja, was hast du im Sommer drauf? Im Sommer habe ich von Keskin die KT17 heißen die. Mhm. Das ist wie so Rotorfelgen schon die Autos. Ja. 19 Zoll. Ansonsten Leute, checkt auf jeden Fall die Insta-Seite aus von den Jungs, sind wirklich sehr sympathisch. Lasst ein Follow da, lasst Likes da, kommentiert schön Leute, schön supporten Leute, ihr wisst Bescheid. Das ist mir gerade im Nachhinein aufgefallen. Kurze Story, ja, der Julian, der hat vor diesem schönen Ford Focus ST noch ein Focus ST gehabt und er war damit am Wörthersee. Julian, erzähl, was ist am Wörthersee passiert? Ja, wir wollten heimreisen und zwei Stunden später waren wir an der Pyramidenkogel gestanden mit dem Motorschau, weil ich kein Öl mehr drin gehabt habe. Ja. Aber wieso hattest du kein Öl mehr drin? Ja, weil die Motorhaube von Ford ist so eine richtig schöne. Also wir machst du mal schnell auf. Genau, also wir zeigen euch mal, wie bei Ford die Motorhaube also aufgeht. Also man muss ja als erstes mal aus dem Schlüssel hier raus, den Schlüssel rausholen. Dann kann man hier schön aufmachen. Schlüssel rein. Zuerst links, dann nach rechts. Ja, und da konnte ich nicht nach dem Öl schauen, aber ich habe mir eben gedacht, ja, vor zwei Wochen war Ölwechsel. Wieso sollte da was sein? Aber mein Gott. Also nochmal kurz, das für die Zuschauer da draußen. Du hast die Motorhaube nicht öffnen können. Ja. Klar, wenn dir das passiert, ist es absolut nicht witzig. Ja. Das ist, Leute, wir haben, oder du hast einen Motorschaden gehabt, weil du deine Motorhaube nicht öffnen konntest. Ja, das ist quasi selber kaputt gemacht. Ja. Leute, kommentiert, ob ihr das schon mal gesehen habt bei Ford, wie die Motorhaube eigentlich aufgeht. Julian, jetzt komm, baller uns mal einen Soundcheck raus. Ja, okay. Auf geht's.
Low-Off-Venti? Ja. Wieso sagst du nichts? Das ist mir gerade auch eingefallen, dass ich Low-Off habe. Leute, machen wir mal eine Probefahrt. Schauen wir mal, was das Ding so kann. Hier schön mit der ST-Einstiegsleiste. Moin, Meister! Moin! Hört sich schon mega an. Wenn ich mir als nächstes ein Auto kaufen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich ein RS3 holen. Wieder einfach mit dem 5-Zylinder? Einfach wieder 5-Zylinder, ja. Aha. Den machen wir ESP aus. So, das ist im zweiten Gang. Hammerwagen, mein Freund. Hammerwagen. Geiler Sound. Danke. Danke an dich, Julian, für deine Zeit. Kein Problem. Dass du uns viel über dein Auto erzählt hast und deine witzige Story, die du am Wörthersee hattest. Ansonsten, Leute, Instagram-Accounts sind in der Videobeschreibung. Kommentier, wie du diesen Ford Focus ST findest. Kommentier, welches Auto du als nächstes sehen willst. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, Leute. Haltet die Ohren steif. Ade.